Ja, es gibt ja Begegnungen voller Freude und es gibt Begegnungen, da geht man sich vielleicht eher aus dem Weg, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich erinnere mich noch vor fast 30 Jahren, es war noch in unserer jungen Ehe, wohnten wir zur Miete in der Nähe von Reutlingen und unten wohnten unsere Vermieter und wir wohnten oben, und zwar Opa und Oma, kann man sagen, ja, also nicht für uns, aber so vom Alter her. Und der Opa, der war, na, ich will nicht sagen menschenscheu, aber der hatte die Eigenschaft, man kriegte das öfters mit, da ging er unten raus in den Treppenflur und wenn er dann oben irgendwas hörte, dann ging er schnell wieder rein und machte die Tür zu. Ja? Also er wollte nicht unbedingt jemandem begegnen. Bei mir ging's noch, aber bei meiner Frau, die war ihm natürlich als Urschwaben besonders suspekt, denn die sprach ja Hochdeutsch und wer weiß, was da alles ist. Ne? So, also er hat sich bös gemeint, aber es war irgendwie süß, wenn du unten dann die Tür wieder zugehen hören hast. Ja, und unsere Geschichte heute Morgen, die hat es auch mit einer Begegnung zu tun, die einer von den beiden eigentlich gar nicht wollte. Aber nicht, weil er den anderen nicht mochte, sondern weil er glaubte, aus Gehorsam und im Dienst gegen Gott diesem Menschen nicht begegnen zu dürfen, jedenfalls nicht näher zu begegnen. Und der Herr muss schon einiges auffahren, um den Petrus dahin zu bringen, in das Haus dieses Römers zu gehen, dieses römischen Offiziers, und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das führte, dieser Prozess, das führte natürlich bei Petrus zu Fragen. Ihm war nicht sofort klar, was Gott von ihm will. Und als er die Vision hatte, da sagte er erstmal: Herr, was soll denn das? Was ist denn jetzt los? Und als er dann einigermaßen anfing zu begriffen, da hat er dann tiefer gefragt: Herr, was willst du? Also jetzt im ersten Teil: Herr, was soll das? Ist ja generell gut, wenn man ins Fragen kommt. Ich meine, der Petrus, das fällt mir bei den Aposteln immer wieder auf und natürlich auch beim Apostel Petrus, diese enorme Veränderung zwischen den Berichten in den vier Evangelien und in der Apostelgeschichte. Wie aus allerlei Irrungen und Wirrungen und Zaudern und Fragen und Unglauben dann doch Männer wurden, die vom Geist Gottes klar geführt wurden. Und so haben wir einen Petrus ab Pfingsten, der relativ sicher und bewusst in Abhängigkeit von Gott seinen Weg geht. Aber jetzt hier in unserem Bericht, da wirkt er plötzlich so unsicher. Da ist er ja so plötzlich: Was ist denn jetzt los? Das verstehe ich gar nicht. Und das ist schon mal eine erste Anwendung für uns. Es ist gut, wenn man immer wieder mal ins Fragen kommt. Das ist wirklich gut. Es ist nicht angenehm oder nicht immer angenehm, aber es ist so manches Mal von Gott gewirkt, dass die bisherigen Meinungen und Positionen wackeln und dass man ins Fragen kommt. Noch deutlicher wird es, dass es einen positiven, ins Frage kommenden Prozess gibt, wenn man das Gegenteil sagt, wenn jemand sozusagen so selbstsicher ist und man den Eindruck hat, dem kann keiner mehr was und der braucht auch nicht nachfragen, der weiß immer ganz genau, wo es lang geht. Das gibt's eigentlich nicht. Das gibt's eigentlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich mal so ein bisschen die besondere heilsgeschichtliche Position festhalten, an der dieses Geschehen stattfindet. Und genau deswegen findet es auch in dieser so besonderen Weise statt. Der Herr stellt hier nämlich eine wichtige Weiche bei der Ausbreitung des Evangeliums. Eine Weiche, die wir zunächst mal gar nicht verstehen, wo eigentlich so richtig das Problem war. Das liegt aber in unserer geschichtlichen, heilsgeschichtlichen Situation und Verortung. Wir sind jetzt eben 2000 Jahre, grob gesagt, später. Und da haben wir das Problem schon fast andersherum, das die Bibel wiederum gar nicht kennt. Also für manchen, ich hoffe nicht für Sie und für uns als Langensteinbacher sowieso nicht, da steht die Frage im Raum: Naja, Moment mal, wenn jetzt so ein Jude zum Glauben kommt an den Messias Jesus, ist er dann so richtig, gehört er so ganz, ist es Leib Christi oder was ist das eigentlich? Ja? Ich meine, Paulus gibt da eine klare Antwort. Er sagt: Die aus den Nationen und die aus den Juden bilden den einen Leib. Also die Antwort ist klar, aber wenn, dann fragen wir schon mal in die Richtung. Aber das war ja am Anfang bei den judenchristlichen Gemeinden und bei der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem ganz anders, genau entgegengesetzt. Kann das denn sein, dass jetzt auch Unbeschnittene zum Glauben kommen? Und müssen sie dann nicht
sich beschneiden lassen? Müssen sie dann nicht Tora-observant werden? Müssen dann nicht das Gesetz einhalten? Ach, so einfach geht's doch nicht. Und es ist genauso ein bisschen dieser Schnittpunkt, an dem hier auch unsere Geschichte spielt. Wir müssen uns ja vorstellen, wahrscheinlich war die judenchristliche Erwartung, also auch die des Petrus, dass sie schon wussten, dass das Heil hinausgehen wird in die Völkerwelt. Steht ja schon im Evangelisten des Alten Bundes Jesaja 49, dass Israel ein Licht sein soll für alle Völker. Oder Jesaja 2, das Wort wird ausgehen von Zion. Also da gibt es klare Stellen. Aber die Vorstellung war wohl die, erst kommt Gott mit Israel zurecht und dann geht es in die Völker. Und jetzt ist Gott, hat sozusagen nur aufs Ganze gesehen, mit einer kleinen Gruppe in Israel sein Zurechtbringungswerk schon begonnen. Und trotzdem geht es Heil schon in die Nationenwelt. Und das führt eben zu diesen Fragen. Und das führt dann eben auch zu der Verunsicherung und zum Problem, in Anführungszeichen, des Petrus. Jetzt mögen Sie sagen, ja, Moment einmal. Also, der Herr hat's doch deutlich gesagt. Nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, gerade bei seinen letzten Worten. Denken Sie nur Matthäus 28, ihr geht hin zu allen Völkern. Oder denken Sie eben das gerade angesprochene letzte Wort Jesu vor seiner Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da soll eben das Evangelium und die Botschaft, da sollen Sie Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Ja, Petrus, hast nicht zugehört. Ja, ich denke, er hat sehr gut zugehört, aber wie ist dieses Wort nun genau zu füllen? Er hat vielleicht gedacht, naja, erst wird ganz Israel erreichen und dann sollen wir hinausgehen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, und das ist bis heute so, zwischen Hören und Verstehen ist nochmal ein Unterschied. Ja? Und bei uns kommt dann oft auch dazu, das ist jetzt bei Petrus hier nicht das Thema, selbst wenn man gehört hat und richtig verstanden hat, dann heißt das nicht, dass man gehorsam ist. Komm, wie viele Dinge sind uns klar und wir haben es trotzdem nicht getan? Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo noch etwas dazwischen kommen kann. Also jetzt geht das Evangelium zu den Goyim, zu den Unbeschnittenen. Und der Herr muss das Problem des Petrus mit viel Geduld lösen. Es ist interessant, wie er das macht. Er schickt eine Vision, eine Erscheinung. Morgen habe ich noch überlegt, Mensch, war der Engel jetzt wirklich da oder hat er nur gedacht, er war da und er war ganz woanders und Gott hat ihn sozusagen, ihn so zugeschaltet zu Petrus. Aber das sagt die Bibel uns nicht, wie diese Erscheinung nun genau war. Jedenfalls, Gott schickt einen Boten, um den Petrus zu korrigieren, weiterzuführen. Haben wir natürlich, ich betone das gern nochmal, eine singuläre Sondersituation, die wir nicht lehrmäßig auf unsere Zeit einfach übertragen dürfen. Also so nach dem Motto, wenn es wirklich wichtig ist, da wird der Herr schon einen Engel schicken. Und das hat er bei mir bisher nicht getan, also kann es ja nicht so sein. Ja, also das ist Quatsch. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es um eine große heilsgeschichtliche Weichenstellung. Nun, dieser Petrus, der soll zu einem Mann gehen, der in Caesarea Maritima liegt. Fragen Sie, warum sagt er jetzt Maritima? Soll das irgendwie immer noch besonders toll klingen? Nein, es gab eben auch Caesarea Philippi. Und das war eine Stadt, die Herodes der Große zu Ehren des Kaisers Caesarea bauen ließ. Und sehr römisch, Tempel, Olympiaanlage oder also Sportanlage und so weiter. Und diese Götzenstadt mitten im Heiligen Land, die war eigentlich den frommen Juden schon an sich nicht ganz geheuer. Also wenn es irgend ging, haben sie vermieden, diese Stadt zu betreten. Also schon das Hineingehen nach Caesarea, dem Sitz des Präfekten, zur Zeit Jesu und möglicherweise auch noch zu der Zeit war es ja Pontius Pilatus, das war für einen frommen Juden schon eine Herausforderung, geschweige denn in das Haus eines Unbeschnittenen zu gehen. Aber jetzt zunächst einmal erscheint Gott in der Gestalt seines Boten, diesem Centurio, diesem Kompaniechef. Eine Centurie, die hatte etwa 80 bis 100 Mann. Und die Schrift berichtet, er war fromm, fürchtete Gott mit seinem ganzen Haus, gab dem Volk viele Almosen und flehte alle Zeit zu Gott. Und jetzt erscheint die unsichtbare Welt ihm. Die ist ja immer da, die ist jetzt auch da. Denk immer oben und unten, wie weit musste der jetzt fliegen und reicht halbe Lichtgeschwindigkeit und so. Das sind falsche Vorstellungen. Die Welt Gottes, die wirkliche Welt Gottes,
durchdringt und steht eigentlich hinter unserer Welt. Es ist nicht so, dass da jetzt weite Strecken unbedingt zurückzulegen sind. Zum Beispiel als in der Evangeliumsgeschichte den Hirten in Bethlehem die himmlischen Chöre da begegnet sind, da schreibt ein Ausleger zurecht, es bedarf nur, dass Gott den dünnen Vorhang zur jenseitigen Welt wegzieht. Und dann sahen sie, da sind sie ja. Aber sie sind jetzt auch da. Ja, und so eine Erscheinung hatte jetzt eben der Cornelius. Und immer wenn die Welt Gottes erscheint, ist das Zeichen nicht Souveränität und Selbstsicherheit, so, hi, grüß dich, wie geht's, was ist im Himmel so los, sondern Ehrfurcht, Zittern, auf den Boden fallen. Das ist ein Echtheitskennzeichen. Dass der Mensch merkt, er wird mit etwas konfrontiert, das weit über ihn hinausgeht. Ja, und der kriegt dann den Befehl, dass er nach Joppe, das ist so paar Dutzend Kilometer weiter südlich, die Küste entlang, Männer schicken soll und Petrus holen soll, der war dort von Gott hingeführt worden. Und jetzt ist mir sehr wichtig, und ich glaube auch der Bibel, und deswegen sollte es mir auch wichtig sein, so rum ist richtig der Schuh, dass ganz klar die Initiative von Gott ausgeht. Da war nicht irgendwie, ja, also Cornelius, der hatte auch irgendwie so über sechs Ecken mitgekriegt, was der Herr da seinen Jüngern gesagt hat, ehe er hinweggenommen wurde mit der Schechina Gottes. Und jetzt könnt's doch mal so weit sein, Herr, schickt doch mal den Petrus oder zur Not auch einen anderen Apostel und so. Gar nicht. Der diente Gott und von Gott geht die Initiative aus. Er sendet den Engel. Und umgekehrt, auf der anderen Seite der Begegnung, die Gott arrangieren wollte, war ein Petrus, der das genauso wenig gesucht hat. Der dachte da nicht dran. Und da muss ja Gott mit dieser Vision dann arbeiten. Also das ist sehr wichtig, den entscheidenden Schritt macht der Heilige Geist. Den entscheidenden Schritt, die Initiative kommt von Gott. Das ist von Gott. Das ist übrigens auch im persönlichen Leben nicht immer, aber doch auch ein gutes Zeichen, wenn wir einen Weg gehen, wo wir nicht sagen, das wollte ich ja schon immer. Und dann ist manchmal schwierig, verwechsle ich jetzt den Willen Gottes mit meinem eigenen Willen, weil ich ja selber schon so wie ein Araberpferdchen vor dem Start in die Richtung dränge. Gute Wege Gottes sind dann oft, wo wir eigentlich zunächst gar nicht wollen oder gar keinen Zugang haben. Das heißt nicht, dass wir nur Wege gehen, die wir nicht wollen, das kann man jetzt auch nicht sagen, aber sagen wir mal, das ist schon mal dann eher wahrscheinlich, dass wir hier nicht den Willen Gottes mit dem unsrigen verwechseln. Also die Initiative geht von Gott aus. Problem ist, ich habe es bereits gesagt, dass Cornelius zwar ein Gottesfürchtiger war, also einer, der an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, an den einen Gott glaubte, der Abraham, Isaac und Jakob auserwählt hat, dass er bestimmte Synagogenbesuche vorgenommen, mildtätig war, dass er ihn verehrt hat, zu ihm gebetet hat. Aber er war eben nicht bereit, sich beschneiden zu lassen. Er ist also nicht vollständig konvertiert, das hätte es gebraucht, die Beschneidung, um ein Proselyt zu werden. Ein Proselyt war einer, der ein Konvertite, einer, der ganz übergetreten ist. Rabbiner haben gelehrt, und das tun sie bis heute, wenn ein Mensch aus den Nationen diesen Weg gehen will, dann muss ihm entschieden abgeraten werden. Also nicht, die machen keine Werbetrommel. Ich habe es selber mal ausprobiert in der Schweiz, habe mal so ein paar Orthodoxe gefragt, was ich denn tun muss und so. Da haben die gleich der rabbinischen Empfehlung folgend mir total abgeraten. Ich soll so bleiben, wie ich bin, aber die sieben noahidischen Gebote halten. Das wäre sozusagen ein einfacher Weg für mich. Sie würden selber schon kaum mit dem Gesetz zurechtkommen, geschweige denn, wenn man darin nicht geboren und aufgezogen wurde. Ja, also Cornelius, der wollte sich nicht beschneiden. Jetzt kann man sagen, ja, aber wenn er doch Gott so dienen wollte, warum hat er dann den Schritt nicht gemacht? Naja, das war mit ungeheuren Konsequenzen für ihn verbunden. Er war wahrscheinlich ein Adliger aus dem Ritterstand, er war ein Offizier, er hatte einen gewissen Status in der römischen Gesellschaft und die Juden waren zwar geduldet, aber schräg angesehen.
Und wenn er Jude geworden wäre, also wirklich konvertiert wäre, nicht nur gottesfürchtiger, dann hätte das, die Reinheitsgebote des Judentums, es erfordert, dass er sich von der eigenen Familie, soweit sie nicht mitkonvertiert, distanziert. Er hätte überhaupt nicht mehr in der Armee dienen können. Mal davon abgesehen, dass sie ihn wahrscheinlich ausgestoßen hätten, weil er auch nicht mehr die Götter ehrt und mit Cäsar als Gott sein Problem hat. Aber auch er selber hätte nicht mehr essen können und Gemeinschaft haben können mit denen aus den Goim. Also der Mann, der war in einer richtigen Zwangslage und Gott kommt ihm jetzt mit dem Evangelium sozusagen entgegen und sagt, das braucht seit Jesus, seit dem neuen Bund gar nicht mehr. Du musst gar nicht konvertieren, um Zugang zum vollen Heil zu haben. Also wir haben hier die nächste Raketenstufe, die der Herr zündet in der Ausbreitung des Evangeliums. Ich sag's nochmal, erst geht's Jerusalem, Judäa, dann in das Mischvolk der Samaritaner. Wir haben ja darüber gesprochen, dann kommt ein Proselyt vor dem Tor, einer, der sich nicht beschneiden lassen kann, weil er ein Eunuch war. Und dann geht's jetzt wirklich in die Nationenwelt ab Apostelgeschichte 10, die volle Heidenmission, die ja dann bei Paulus ab Apostelgeschichte 13 noch weiter entfaltet wird. Ja, wie lange geht die eigentlich, diese Heidenmission, diese Nationenmission? Ich nehme mal an, die meisten von uns sind nicht jüdisch. Das betrifft uns schon auch direkt, was hier so verhandelt wird. Ja, Paulus sagt dann später, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Römer 11, Vers 25. Du hast ja erst vor kurzer Zeit darüber gepredigt. Ja, bis die Vollzahl eingegangen ist. Und dann wird der Kommende, der Bergende, der Rettende aus Zion kommen, alttestamentliches Zitat von Paulus, und wird ganz Israel bergen, ganz Israel retten. Da wendet sich dann wieder der ganzen Nation zu. Aber jetzt geht es um eine Ausmal, und da war sozusagen der erste klassische Vollheide, der Cornelius, und mit ihm beginnt die Heidenmission im vollen Umfang. Nun also, Petrus wird durch ein Gesicht vorbereitet. Wir beide haben uns gerade so ein bisschen über Unterzuckerung unterhalten. Und interessant, das benutzt hier der Herr bei Petrus. Der kriegt Heißhunger. Irgendwie wurde da Insulin ausgeschüttet. Ich weiß nicht, hat er an seinen See Genezareth gedacht, da an der Mittelmeerküste, an seinen leckeren Petrusfisch und die Pommes, die er sich immer dazu gemacht hat und Ketchup. Ach nee, das gab's ja damals alles noch nicht. Aber irgendwie lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Und das finde ich so schön, was Gott so alles benutzt. Ja? Er schickt ihm einen richtigen Kohldampf. Na, Petrus ruft runter, Leute, ich bin beim Beten, sechste Stunde, üblich beim Juden, Mittagszeit, aber jetzt mal ran, Luise an Herd, wenn ich runterkomme, dann will ich aber richtig was zwischen die Kiemen haben. Ne? Und Gott bestellt das sozusagen, diese Unterzuckung. Und das, ich finde es so schön, wie Gott die Dinge in die Natürlichkeit hinein webt, und wie ihm alles zur Verfügung steht, sogar die Insulinausschüttung bei einem Menschen. Ganz drastisch und deutlich ist es ja beim Propheten Jona. Da kommt ja immer dieser Schlüsselbegriff Mana im Hebräischen, der Herr bestellte, der Herr ordnete an. Also da bestellt er den Sturm, da bestellt er den Fisch, den Wunderbaum und der Herr bestellt. Und das ist ja eine Ironie in dieser Geschichte. Alles funktioniert, alle gehorchen, auch der Fisch. Nur der Prophet nicht. Und der sagt, ich diene Gott. Also alles funktioniert. Bei dem Fisch, wie hat Gott den angefunkt unter Wasser? Und woher wusste er, dass er genau zu dem Moment, der durfte ja nicht 5 Minuten zu spät kommen, da wäre ja der Prophet versoffen gewesen. Der muss ja ganz exakt arbeiten. Also es ist eine Ironie. Alles funktioniert, nur der eigentliche Mann Gottes nicht. Und so bestellte der Herr hier die Unterzuckerung. Und während der Petrus so einen Kohldampf schiebt und sich kaum auf sein Gebet konzentrieren kann, hat er diese Verzückung. Und da kommt ein Tuch, ich sage jetzt mal, stimmt jetzt nicht ganz vom Text her, aber nur, dass man mit Schweineschnitzel runtergefahren. Oh, Wiener. Also es war nicht Wiener, Wiener sind ja Kalbschnitzel, aber Schweineschnitzel. Hat der Petrus schon immer Mühe gehabt. Immer Mühe gehabt und hat sich Mama gewünscht, nicht so ganz so jüdisch zu sein bei Schweineschnitzel, ja. Also es waren unreine Tiere nach 3. Mose 11, Sachen, die für einen Juden ihn verunreinigen. Da waren natürlich auch eklige Sachen dabei, Reptilien, Vögel und so. Ich weiß nicht, wie manche Menschen sowas essen können. Es ist auch, heute Morgen habe ich noch gedacht,
wenn die Gesellschaft dekadent wird in der Üppigkeit, zum Beispiel im Römischen Reich, dann fängt sie auch an, Dinge zu essen, wo ein normaler Mensch sagt, gibt's das? Also am Ende, da haben die Bankette gefeiert, die Oberschicht in Rom mit Nachtigallzungen. Es war natürlich super teuer. Sie können ja vorstellen, bevor so ein Kerl wie ich mit Nachtigallzungen satt wird, wie viele Nachtigallen da das Singen einstellen müssen. Und Schweinsäuter und Augen. Und also du denkst, hallo, geht's noch? Und das dann noch als Delikatesse. Aber unsere Zeit lässt ja grüßen. Ne? Es wird dann immer verrückter und abgedrehter. Da bleibe ich doch bei meinen Kartoffeln und Spätzle. Ne? Also jedenfalls, Petrus, da ist ja das Problem. Und er mag vielleicht gedacht haben, wir müssen uns das so ein bisschen ganz lebendig illustrieren. Aha, das ist jetzt eine Versuchung. Ob ich angesichts meines Heißhungers schwach werde und doch zum McDonald's gehe. Nein, das mache ich nicht. Aber Gott hat was ganz anderes vor. Er sagt ihm sogar noch, schächte und iss. Nein, nein, Herr, noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Was Gott, sagt der Herr, gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Und das geschieht dreimal. Der bleibt fragend zurück, Herr, was soll denn das? War das jetzt eine Versuchung? War es eine Anweisung? War es ein Weg? Was soll das? Ich komm damit nicht klar. Und er sagt ja auch nachher im Haus des Cornelius, das werden wir dann bei der nächsten Einheit über die Apostelgeschichte sehen, ihr wisst, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist. Also Essen war und ist im Judentum eine intensive Form der Gemeinschaft. Wir können das nicht so ganz verstehen. Ich kann doch mit jemand essen, ohne dass ich deswegen mich gleich eins mit ihm mache. Im Judentum, im frommen Judentum geht das nicht. Essen ist intensive Form der Gemeinschaft. Und das kann man nicht mit einem, der ein Götzendiener ist, der unrein vor Gott ist. Aber Gott hat ihm gezeigt. Jetzt könnte man ja fragen, der Herr hätte doch auch gleich Klartext reden können. Einfach so sagen können, wie es ist. Also Petrus, hör mal her, ich führe dich jetzt mal kurz weiter, setz dich mal hin, dann ein Engel an die Tafel vorne und da wird es mal kurz im Klartext erklärt, was jetzt geschieht. Das habe ich mich auch gefragt, warum macht Gott das nicht so? Meine Antwort, können ja überlegen, ob Sie dem zustimmen können, ist, dass Gott uns nichts überstülpen möchte. Gott möchte, dass wir in einen Prozess kommen, dass wir nachdenken, dass wir überlegen, dass wir nachdenken, dass wir um und dann auch neu denken. Das sitzt viel intensiver und das sitzt viel besser und damit identifiziert man sich viel mehr, als wenn man das einfach so gesagt bekommt, das hast du jetzt zu machen, Punkt, aus, Ende, geh los. Also das ist so meine Vorstellung. Gott fördert Denken. Aber die Botschaft ist klar, was ich gereinigt habe, das halt du nicht für unrein, für gemein. Schwäbische Brettlesbohrer bei der Schriftauslegung sagen sie, ja, aber wie kann Gott denn sein eigenes Gesetz brechen? Naja, das ist sehr einfach. A, ist der Gesetzgeber überm Gesetz und B, sind wir ja schon im neuen Bund, wo die Haushaltung des Gesetzes, lesen Sie nur den Galaterbrief, die ja dazwischen gekommen ist, durch den neuen Bund schon überholt ist im Evangelium. Da gibt gar keinen Zwang mehr. Auch die messianischen Juden heute müssen nicht das Gesetz halten. Mal davon abgesehen, dass man ein Drittel gar nicht kann, weil es keinen Tempel gibt. Sie sind zwar alle beschnitten, aber das hat etwas zu tun, nicht wegen der Tora-Observanz, also der Gesetzestreue, sondern das ist die Bundeszugehörigkeit zum Volk. Also es gibt keine Verpflichtung mehr, das Gesetz zu halten. So, also Petrus ist durcheinander. Als Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, so heißt es in Vers 17, und er nachdenkt, da kommen diese Männer und sagen, komm mit uns, und er erkennt, die ganze Führung ist vom Herrn. Also Petrus wurde von Gott einen neuen, für ihn unvorstellbaren Weg geführt, um den Heiden das Evangelium gesetzesfrei zu bringen. Er macht die Tür weit auf. Und jetzt muss ich Ihnen noch was sagen, Petrus als Schlüsselapostel, wo Sie denken, au, 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 Nachtigall, ich höre dir trapsen, werden die jetzt katholisch auf der Langsteinbahnhöhe? Das ist doch irgendwie mit dem Schlüssel und Petrus und Papst und so. Schauen Sie, nicht alles, was missbraucht wurde und was überzogen wurde, muss man ganz ablehnen. Biblisch ist, dass der Herr gesagt hat, dass er ihm die Schlüssel geben wird. Und so ist es genau geschehen.
Bei der Beschneidung musste Petrus die entscheidende Rede halten und sozusagen aufschließen. Beim Mischvolk, bei der Halbbeschneidung musste Petrus kommen, obwohl Philippus schon das Evangelium verkündigt hat, und jetzt bei der Nationenwelt auch. Und damit ist diese Aufgabe erledigt, ja? Und jetzt beginnt eben die Fehllehre, wenn eben da auf katholischer Seite gesagt wird, nee, dieses Amt wurde vererbt und jetzt haben wir eine Sukzession seit fast 2000 Jahren. Petrus, Nachfolger, bis heute jetzt Papa Frederico oder Franziskus, ja. Das ist nicht wahr. Aber Petrus spielte eine Rolle, er musste da kommen und er hat jetzt ausgeschlossen. Also wir haben im ersten Teil gesehen, Herr, was soll das? Aber jetzt, was willst du, Herr? Also er geht mit und wir werden, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, sehen, dass ihm jetzt immer noch nicht alles klar ist. Also ich habe es nochmal gelesen. Da sagt er dann im Haus des Cornelius, du denkst ja, also Petrus, jetzt müsste eigentlich mal der Groschen gefallen sein. Da sagt er, naja, warum habt ihr mich rufen lassen? Na, wir wollten mal wissen, wie man gut angelt. Oder wir haben da ein Problem bei dem Fisch, kann man den essen oder nicht? Ja, Petrus, was hast du jetzt gedacht, was du da machen sollst? Aber er ist immer noch ganz zurückhaltend, ganz, vielleicht hat er sich es gedacht, aber er fragt, warum habt ihr mich rufen lassen? Jetzt wollen wir aber im zweiten Teil, nachdem wir den ersten Teil der Bekehrung, der doppelten Bekehrung, so wie es Professor Stenzke jetzt diese Tage mal sagte, da von Apostelgeschichte 10 gelesen haben, also der Petrus wurde bekehrt, zu den Nationen zu gehen, und dann lesen wir dann, wie Cornelius sich bekehrt hat zum Glauben und sein ganzes Haus. Jetzt wollen wir im zweiten Teil aber, Herr, was willst du, fragen, nicht in heilsgeschichtlicher Weise, was ist der Wille Gottes mit den Völkern, mit der Engelwelt, Flora, Fauna, Israel, was geschieht im Reich und all diese Dinge und wo sind die Verstorbenen und so, das sind ja alles generelle Fragen, sondern wir wollen mal diese Frage im zweiten Teil, Herr, was willst du, für persönliche Entscheidungen auf uns beziehen? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Also nicht heilsgeschichtlich jetzt. Ich habe es mal gehört, ich kann mir das kaum vorstellen, aber es muss wirklich so gewesen sein. Der Bruder, der es erzählt hat, der ist ein treuer Zeuge. Schon länger her, da waren noch die Pferdefuhrwerke unterwegs. Und ein Bauer hatte, vielleicht hat er einen großen Hof gehabt, jedenfalls, er hat zwei Möglichkeiten gehabt zu ehelichen. Und die eine Dame wohnte irgendwo von seinem Hof. Wenn er da eine Gabelung gab, musste er rechts fahren. Und wenn er links fuhr, da war das die andere Favoritin sozusagen oder die andere, bei der Landwirtschaft sagt man, einheiraten kann. Jetzt wusste er überhaupt nicht auf seinem Wagen, er war ein frommer Mann, wie er es machen soll. Ja, welche jetzt, Herr? Und da kam er auf die Idee, je näher sein treuer Haflinger Richtung Gabelung trottete, auf seinem Wagen, sagte er, weißt du was, Herr, wir machen so, ich lasse die Zügel los und wo der Kurt, so hieß der Haflinger, sage ich jetzt einfach mal, wo der Kurt langläuft, die ist es. Das hat er auch gemacht, ein paar Meter vor der Gabelung hat er die Zügel losgelassen und Kurtchen trabte nach rechts oder links. Und die hat er dann geheiratet. Na, ist das der richtige Weg, den Willen Gottes zu erkennen? Haben Sie einen Haflinger zu Hause? Oder müssen Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen oder zur Not auch mit dem Hamster? Aber der zappelt immer so, da weiß man nicht, welche Richtung will er jetzt. Das ist schon wichtig. Es ist natürlich auch so, dass wir uns manchmal verstecken hinter dem, ich weiß nicht, was der Herr will, und tun nicht die 90% im Gehorsam, die uns klar sind. Also man bleibt stehen, ja, ich weiß ja nicht, aber macht nicht das, was eigentlich klar ist. Ich sag mal so, mach mal das, was klar ist, und dann ist der Rest, ich will nicht sagen eine Kleinigkeit, aber eben nur noch ein Rest. Ich habe Ihnen mal vier Kriterien gebracht. Die kennen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie länger dabei sind. Aber für den einen oder anderen ist doch nochmal wichtig, das zu hören. Es gibt natürlich noch mehr, aber vier wichtige Ebenen, die auch in der Rangfolge nacheinander kommen. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, will ich überhaupt tun, was Gott will? Na, ich brauche mich nicht groß mit Entscheidungskriterien beschäftigen und was sagt die Bibel und so weiter, wenn ich von vornherein innerlich festgelegt bin, das kann schon sein, aber das will ich nicht. Will ich nicht. Also die erste Ebene, das wird für Sie keine Überraschung sein, die Primärebene, die Hauptebene, die wichtigste Entscheidungsebene ist das Wort Gottes. Das ist der absolute Maßstab für alle unsere Entscheidungen.
Also wenn die Bibel etwas deutlich sagt, was nicht geht, nicht richtig ist, dann kann Gott uns auch so nicht führen. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich will um der Zeit willen das jetzt mal nur so generell stehen lassen. Die Bibel ist der Ort, wo der Herr uns seine Gedanken, seinen Willen, seine Ziele allgemein und persönlich mitteilt. Das Wort ist fürs Finden des rechten Weges so wichtig wie für die Seefahrer früher Karte und Sextant. Also man muss Position bestimmen und mit der Karte kann man dann den Kurs bestimmen. Ja, kann man die Berechnung machen. Heute haben wir natürlich, wir haben Karte, Kompass und Sextant in einem Gerät, das wir im Auto nennen Navi. Ja, aber ist im Grunde dasselbe. Der hat Verbindung nach oben, die Navigation. Ich glaube, er braucht immer noch 3 Satellitensignale. Da kann er dann seine Position errechnen. Dann hat er die Karten gespeichert und dann errechnet er, wie fährt man da am besten. Heute kriegen die ja sogar noch Zusatzinformationen. Da ist Stau und da geht's C-Fließen und so. Also, sie sind ziemlich clever. Aber ohne Verbindung nach oben kann das Navi nicht führen. Ich finde es so schön. Das ist so wunderbar. Ohne Verbindung nach oben kannst du deinen Weg nicht finden. Du brauchst auch die richtige Software, den Geist, der die Information richtig verarbeitet. Also da gibt es so viele Parallelen. Und eine weitere schöne ist ja, dass im Hebräischen der Prophet der Navi heißt. Ja, natürlich kommt unser Wort über das Griechische Naus, lateinisch Navigatio, da kommt unser Navigieren her. Ich habe es in der Etymologie nicht gefunden, ob eben dieses Wort Navi vom Hebräischen her irgendeine Beziehung hat zum griechischen Begriff, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Aber es passt ja trotzdem inhaltlich. Wie navigieren wir in Sachen Gottes? Wo weiß ich, wo ich stehe und woher weiß ich, wohin gehen soll? Positionsbestimmung durch Licht Gottes. Gott sagt, so sieht's aus. Und Gott sagt, wo soll es hingehen? Und Gott sagt, wie soll es dorthin gehen? Geistliches Navi, Wort Gottes. Und mit dem Wort Gottes, das will ich zumindest noch sagen, ist manchmal auch so schwierig. Wenn ich jetzt bestimmte Fragen stellen würde, dann bin ich überzeugt, würden wir allein in unserer Mitte verschiedene Antworten kriegen, alle mit der Bemerkung, so steht es in der Bibel. Ja? Also Sie merken schon, es braucht nicht nur das Wort an sich, sondern auch Fachbegriff wie Hermeneutik, also die Auslegungsregeln, die vom Geist durchdrungen sein müssen, um dieses Wort recht zu verstehen. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Die nächste Ebene, und das mag den einen oder anderen überraschen, das ist eben einfach das nüchterne, klare Denken. Das von Gott geschenkte, in der Scholastik sprach man vom Lumen Naturale, vom Licht des natürlichen Verstandes als Gottesgeschenk. Vieles, also das hat mich in der Seelsorge immer wieder erstaunt und erstaunt, wie viel sich rein auf dieser Ebene schon klärt. Einfach mal vor Gottes Angesicht vernünftig nachdenken. Da ist schon so vieles klar. Ist schon so vieles klar. Ja, also da verdient einer 2000 Euro netto, will sich in Karlsruhe ein Haus kaufen für 650.000 Euro und auf die Frage des Bankers, der die Finanzierung berechnen soll, wie viel er auf der Seite hat, sagt er 8.400 Euro. Und da sagt der Banker, da muss nicht gläubig und nix sein, der braucht keinen Zettel vom Himmel, der muss das sagen, was mir mal jemand erzählt hat, als er mit so einer Idee zur Bank gegangen ist. Da hat der Banker gesagt, machen Sie einen schönen Urlaub und vergessen Sie den Hausbau, ja, oder den Hauskauf. Also da musst du jetzt nicht lange über Geist, ja, was sagt das Wort und wie ist es mit Besitz und Eigentum? Klar sagt die Bibel was dazu, aber da ist einfach mal nachdenken. Ja? Einfach mal nüchtern nachdenken. Also das auch im medizinischen Bereich wird Gott ganz oft Wege uns führen über den Rat eines Fachmanns. Oder beten, na gut, ich bete, aber beim Zahnarzt denke ich immer, ich übe mich jetzt im Leiden, aber wenn da am Nerv rumgemacht wird, dann möchte ich doch nicht so sehr üben. Jedenfalls haben Sie dann dem Zahnarzt schon mal gesagt, Moment, Sie haben jetzt gesagt, Karies T5 da hinten oder wie die Teile heißen, da müssen wir jetzt... Wer weiß, ob der Herr das will? Dann sagen sie, ja, Sie sind ja Zahnarzt oder Zahnärztin, Sie werden schon wissen und ich habe auch Zahnschmerzen, ran mit dem Bohrer. Also viele Dinge gehen auf dieser Ebene. Wirklich, ich sage nicht ohne Gott. Es gibt ein von Gott geleitetes Denken und zwar auch im ganz natürlichen Bereich. Bleiben wir mal bei unserem Hausbau.
Sie gehen von der Bank betröppelt nach Hause mit Ihren 8.400 auf dem Sparbuch. Da ruft Tante Erna an und sagt, ich habe mir gerade überlegt, ich habe genug, ich schenke euch 200.000. Und drehen Sie wieder um und marschieren wieder zur Bank. Aber bei 2.000 netto reicht es trotzdem nicht. Aber also ich sage nur, äußere Umstände, nüchternes, klares Denken. Übrigens, das Finden des Weges Gottes, wenn man Ratschläge, das wäre die nächste Ebene, in Anspruch nimmt, das gehört eigentlich sehr stark in die eigene Gemeinde. Das ist für mich immer wieder ein Problem, wenn Leute, die kommen aus Buxtehude oder sonst woher, und ist ja schön, und das wollen wir vom Haus auch anbieten, und bitten um Gespräche, und da geht es nicht selten darum, um Entscheidungen, die zu treffen sind. Aber ich kenne ja die Leute in der Regel nicht. Ja? Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist ein absoluter Quertreiber, der erzählt mir hier was, aber die Situation ist eine ganz andere. Also im Normalfall gehört auch dieser Rat, der die dritte Ebene bildet von gläubigen Menschen, von erfahrenen gläubigen Menschen, der gehört in die eigene Gemeinde, wo man einander kennt, wo man voneinander weiß, ja. Also es ist doch sicherlich, das versteht doch jeder, wenn einer schon fünfmal geschieden war, um mal Hollywood-Maßstäbe hier in den Raum zu werfen, wenn einer fünfmal geschieden war und kommt jetzt bei der sechsten Ehe mit Eheproblemen, das ist doch eine andere Situation, wie wenn einer 40 Jahre treu auch unter Schwierigkeiten seinen Weg gegangen ist und sagt, aber jetzt ist ganz schwierig gerade. Das ist ein Riesenunterschied. Aber wenn du das nicht weißt, wenn er es nicht sagt, oder eine psychische Störung, das merkst du auch nicht unbedingt gleich. Man sagt, die Predigt ist das ausgerichtete Wort an alle, das mache ich gerade, und die Seelsorge ist das ausgerichtete Wort Gottes an Einzelne. Es geht um Denkanstöße setzen. Der Rat, diese dritte Ebene, Rat von erfahrenen, gläubigen Menschen, das soll nicht das eigene Prüfen und Denken übernehmen. Gott entmündigt nicht. Und so versuche ich immer, in einen Entscheidungsraum zu führen, vor Gottes Angesicht. Das sind die Kriterien, das sagt die Bibel, da haben wir nüchtern überlegt und das sind andere geistliche Punkte, die zu berücksichtigen sind. Aber jetzt musst du schon selber entscheiden. Gut, es gibt Ausnahmesituationen, ich habe manchmal Fälle, das kennen Sie auch, da ist ein Mensch so überfordert oder so am Ende, dass du weißt, wenn du jetzt sagst, ich würde so machen, dass er so macht. Und da muss man eigentlich besondere Verantwortung übernehmen. Das ist klar, weil man dann weiß, ich weiß es bei meinen, wenn ich sage, also ich würde so machen, dann weiß ich, dass es so gemacht wird. Und da hast du eigentlich eine besondere Verantwortung zu. Aber normalerweise entmündigt Gott nicht. Die Entscheidung trifft man selber. Und deswegen ist sehr wichtig, Denkanstöße zu setzen von der Schrift, geistliche Denkanstöße. Und es ist auch sehr wichtig, dass man nicht von Seelsorger zu Seelsorger läuft, bis man das bekommt, was man gern geliefert hätte. Gibt's alles. Vierte Ebene, die ist relativ schnell abgehandelt und dann kommen wir auch schon mit Riesenschritten in die Schlussgerade. Die vierte Ebene ist der Friede Gottes. Da denke ich an ein Wort, Kolosser 3, 15 und andere. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Also es ist etwas, das man nach einer Entscheidung oder bei dem Gedanken, es so zu machen, vor Gott zur Ruhe kommen kann. Es gibt auch das Gegenteil. Man wird einfach nicht ruhig in der Sache. Also das ist natürlich nachgeordnet, das ist klar, ich kann mich nicht immer nur hinsetzen und sagen, ich lese keine Bibel, ich frage niemanden und so weiter, ich warte nur aufs Gefühl, so geht es nicht. Aber wenn alles so, und man denkt, aber jetzt weiß ich es immer noch nicht genau, dass man Ruhe hat, Frieden bei einer Entscheidung findet. Jetzt will ich noch ein, zwei weitere Hinweise geben, die mir einfach wichtig sind. Es gibt viele Entscheidungen, nicht grundlegender Art, aber da ist es wichtig, dass man in Bewegung bleibt. Wenn Sie nachher mit Ihrem PKW nach Hause fahren, da werden Sie feststellen, und das wird Sie überraschen, ohne physikalische Grundkenntnisse können wir das nachvollziehen, wenn Sie die Lenkung Ihres Wagens bedienen, nach rechts oder links, und nicht fahren, dann wird der Wagen sich trotzdem nicht nach rechts oder links bewegen. Stimmt's? Sie können auch ein Segelboot am Ruder rummachen, solange wie Sie wollen, solange das Teil nicht segelt, gibt es keine Richtungsänderung. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Übrigens, navigieren kommt eigentlich aus der Seemannssprache, aus der Nautik. Und es gibt viele Dinge im Leben, da müssen wir in Bewegung bleiben. Aber nicht wie der Ferrari mit Vollgas über die Ampel, über die Kreuzung brettert, sondern vorsichtig. Darum sagt Paulus, habt Acht, wie ihr genau wandelt.
Wenn du natürlich bei Grün Vollgas mit deinem Ferrari gibst und schon bevor der Herr auch nur ein Piep sagen kann, 3 Kilometer weiter bist, da kann man dich schlecht korrigieren. Aber wenn du sagst, nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich gehe jetzt mal, ich habe den Eindruck, dass ich gehe mal vorsichtig mit dem sogenannten Stoppgebet, mach alle falschen Wege zu und öffne die Türen, wo ich lang gehen soll. Und dann Vorsicht, hörend, abfragend, immer in der Korrekturbereitschaft. Und das ist ganz oft auch ein Weg, den Weg zu finden nach dem Willen Gottes. Also nicht stehen bleiben, aufs Zettelchen vom Himmel warten, sagen, ja, der Herr muss das mir schon ganz klar machen. Das ist oft vom Feind eine geistliche Strategie, Menschen vollkommen lahmzulegen. Ich kenne Leute, die warten bis heute, jetzt übertrieben gesagt, auf eine klare Weisung und vertrödeln so ihr ganzes Leben. Da muss der Herr mir zeigen. Und merken nicht, dass der Herr reden will, aber im Vollzug. Natürlich, und das ist das Gegenstück, es gibt auch Entscheidungen, da muss man warten. Also ich grundlegend entscheide, wechsle in vollzeitlichen Dienst, Missionar oder auch bei einer Hochzeit, es liegt ja in der Natur der Sache, ich kann nicht mal auf Verdacht heiraten. Mal sehen, ich habe so den Eindruck, die Luise ist es, dann nehmen wir mal die. Na, und wenn es jetzt nicht ist, man kann sich ja scheiden lassen. Das geht in diesem Bereich nicht. Da muss man sagen, es gibt grundlegende Entscheidungen, stehen bleiben, bis die Ampel grün wird. Stehen bleiben. Das ist manchmal nicht einfach, das zu unterscheiden. Es gibt natürlich gute Entscheidungshilfen. Ich will Ihnen mal ein Kriterium nennen und dann kommen wir zum Schlussspurt. Hemmt diese Entscheidung, wenn ich sie so oder so treffe, mein geistliches Leben oder fördert es? Also wie wirkt sich das auf mein geistliches Leben aus? A. B. Wie wirkt sich auf das geistliche Leben aus anderer? Meine Familie hängt ja mit drin. Oder andere Menschen, an die mich kommen. Wenn ich jetzt da wegziehe um einen Karrieresprung, dann ist der und der Kreis vollständig alleine. Haben wir schon oft gesagt, ich hätte eine gute Möglichkeit, mich beruflich zu entwickeln, aber ich habe eine Verantwortung für diese Geschwister. Oder ich pflege die Schwester sowieso. Ich kann jetzt hier nicht weggehen, obwohl ich ganz allein für mich gestellt gern mal den Wohnort wechseln würde und in eine andere Gemeinde zum Beispiel. Ja? Nein, ich habe diese Aufgabe, da ist mein Platz. Also es ist eine gute Entscheidungshilfe, dass man nicht sagt, was bringt's, sondern dass man sagt, was fördert das oder hemmt es. Also ich will noch ein Beispiel machen. Wenn Sie vor einer Berufsentscheidung stehen, die Sie so mit Mann und Maus fördert, manchmal kann man es nicht vermeiden, ist es schon auch klar, dass das Berufsleben nicht immer so einfach ist. Aber wenn Sie noch Möglichkeiten, Entscheidungsspielraum haben und Sie wählen einen Beruf, der Ihr geistliches Leben fast vollständig lahmlegt und Ihre Familie sieht Sie auch nur dann und wann, da würde ich mich schon fragen, kann das sein? Kann das sein? Oder ein Hobby, das so zeitintensiv ist, dass Sie jede Zusammen- und Mitarbeit in der Gemeinde unterlassen müssen. Ich will schließen, indem ich sage und nochmal darauf hinweise, natürlich, wir sind schon Meister auch im Verhandeln mit Gott, ja, so ein bisschen unbewusst, ja, also manchmal schiebt man die Unklarheit auch nur vor, weil wir nicht tun wollen, was wir eigentlich schon wissen, was Gottes Wille ist. Und insbesondere schlaue Schwaben sind natürlich noch cleverer, die sagen, weißt du was, ich frage erst gar nicht, dann komme ich schon gar nicht in die Bredouille, weil ich ahne schon, dass der Herr was anders sagen wird, also frage ich erst gleich gar nicht. Aber das sind natürlich ungeistliche Vermeidungsstrategien. Und deswegen will ich zum Schluss nochmal ganz entschieden sagen, der wichtigste Punkt ist, dass ich überhaupt in der inneren Voreinstellung sage, ich will nicht irgendwie leben, ich will nicht irgendwo in der Ehe vorwerken, ich will nicht irgendwie mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln umgehen, ich will nicht irgendwie in der Gemeinde laufen, sondern Herr, was willst du? Vielleicht haben sie nur noch 2 Jahre zu leben. Herr, was willst du? Vielleicht haben sie noch 20 Jahre. Herr, was willst du? Das ist die Grundfrage. Ich denke auch an Schwester Inge, die so ein erfülltes Leben als Diakonisse hat und die wollte ja nie Diakonisse werden, aber der Herr hat das Lasso geworfen. Ich habe von ihr gelesen, Eidlinger Diakonisse, als dann Gott ihr klar gemacht hat, dass sie in seinen Dienst treten sollte, da hat sie gesagt, ja, ich will dir ja dienen, aber nicht unter der Haube.
Also sie wollte nicht diese Diakonissentracht haben. Das war später dann auch kein Problem mehr. Und sie hat so eine wunderbare Arbeit gemacht. Und in diesem Interview, das ich gelesen habe, da hat sie zwei so wunderbare Sachen gesagt, die ich Ihnen zum Schluss auch noch sagen möchte. Sie hat gesagt, mir war klar, wenn ich in diesen Dienst trete, dann gebe ich Gott das Recht, sich in mein Leben einzumischen. Ich gebe Gott das Recht, sich in mein Leben einzumischen. Und diese 80-Jährige, die so viel mit dem Herrn erlebt hat, schreibt, ich bin im ständigen Dialog und in ständiger Interaktion mit dem dreieinigen Gott. Ich verstehe mich trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch als Lernende unter dem liebenden Blick des himmlischen Vaters. Das ist Christsein in Abhängigkeit. Herr, was willst du? Herr, wo geht's lang? Offenbare und zeige mir meinen Weg. Und jetzt können Sie mal überlegen, Sie stehen vielleicht vor einer Entscheidung gerade. Will ich, was Gott will? Frage ich überhaupt nach. Es ehrt ja, wenn Sie eine ganz wichtige Entscheidung haben, das ist ja eine Ehre, wen Sie fragen. Wenn Sie einen Freund fragt, was ganz Internes und Wichtiges, Bedeutsames, ist eine Ehre, selbst wenn Sie keine Antwort wissen, er ehrt Sie sozusagen, er ereignet Ihnen die Kompetenz zu, in dieser Sache was zu sagen. Und es ehrt Gott, auch wenn wir noch nicht gleich wissen, wie er es will, oder vielleicht auch gar nicht zunächst erfahren, allein, dass wir ihn fragen, allein, dass Sie sagen, ich weiß es nicht, aber ich will auf dich hören und will deinen Weg gehen. Der Herr sagt, suchet mich und lebet. Und das wünsche ich Ihnen. Petrus hat es getan, wir dürfen es auch tun. Will ich, was Gott will, will ich Gott das Recht zum Einmischen geben. Amen. Herr Jesus, wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du in so vielfältiger und einfühlsamer, aber manchmal auch deutlicher Weise uns immer wieder Hinweise gibst, deinen Willen mitteilst. Und wir wollen das. Wir spüren, es ist das Beste für uns und für die, die du in unsere Umgebung gestellt hast, dass wir deinen Weg gehen. Und das schenkt, dass wir immer mehr und immer klarer sagen, Herr, was willst du? Und das dann auch im Gehorsam tun. Und wir danken dir für dein wunderbares, kostbares Wort. Wir danken dir für deinen Geist, der uns anleitet. Wir danken dir für die Brüder und Schwestern, die uns so oft aufgefangen haben und geholfen haben, deinen Willen zu erkennen. Wir danken dir für die Gnadengabe und das Geschenk des Denkens, des Überlegens vor dir. Und wir danken dir, dass du die Welt in deinen Händen hältst und auch die äußeren Umstände benutzt, um uns unseren Weg zu führen, um uns unseren Weg zu zeigen. Du bist ein gnädiger, barmherziger Herr und du weißt jetzt, was den Einzelnen bewegt. Und er will ganz bewusst sagen, ich will tun, was du willst. Amen.